Ich werde von jedem Brunnen das Wasser probieren. Ob ich einen Unterschied schmecke, wahrscheinlich nicht. Oh. Hey Abenteurer, ich bin heute unterwegs mit Sarah und mit Marco vom Kanal Strauß Wanderlust und wir gehen heute den Brunnenpfad in Hangard. Die Tour hat etwa 15 Kilometer. Und wenn ihr wissen wollt, wie die Strecke so ist, dann kommt mit. So, das Ganze heißt ja Brunnenweg. Sarah hat gesagt, hier sind glaube ich 8 Brunnen auf dem Weg. Und ich werde von jedem Brunnen das Wasser probieren. Ob ich Unterschied schmecke, wahrscheinlich nicht. Aber mal schauen. Weil wenn man schon auf so einem Weg ist, nimmt man das mit, ne? Ja, schmeckt die Wasser. So, wir sind jetzt eine ganze Etappe hier am Schönbach vorbeigegangen. Das ist hier der Fluss links von mir. Und zwar befinden wir uns hier im Schönbachtal. Und Sarah hat mir schön erzählt, der Schönbach fließt in die Oster rein, weil ihr auch schon in der Aufnahme gesehen habt. Also hier die Etappe, hier die Strecke jetzt ist echt super schön. Ihr habt es in den Aufnahmen gesehen, die ganze Zeit in Flussnähe, ein paar Höhenmeter, aber echt super hier die Etappe. Das wollte ich auch mal austesten, ob das wirklich so ist, wie mehlig schmeckt. Back mal Brot raus, ne? Du hast recht. Also die erste Quelle war besser. So, wir haben jetzt Kilometer 6 geschafft. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg berghoch zur Steinberghütte. Und Sarah meint, das ist eine Hütte vom IVV, die da betreut wird. Und da kann man auch was trinken, was essen. Bei nicht
Corona-Zeiten, man weiß es ja aktuell, man kann es nicht mehr hören. Aber naja, man macht das Beste draus. Der Weg ist jetzt die letzten 2 Kilometer recht anstrengend gewesen, viel berghoch. Aber das ist super, das Wetter passt ja, wo es heute Morgen super kalt war, also so um die -2 bis 0 Grad, als wir losgegangen sind. Da haben wir schon ein bisschen gefroren. Aber jetzt, ihr seht es ja, Mütze aus, Jacke auf. Also es ist eigentlich recht warm geworden. Ich schätze, es sind nur 7, 8 Grad. Perfektes Wanderwetter. Hier hinter mir seht ihr jetzt der steinerne Mann. Und zwar sind die von der römischen Zeit. Das ist ein Römerdenkmal. Und zwar ist das hier jetzt in der Sockel. Das ist eine Nachbildung. Der ging eigentlich recht weit hoch. Und da waren Figuren drauf, wie zum Beispiel Zeus. Was habe ich noch gelesen? Herkules, Merkur, Juno waren da drauf. Und unten auch gezeichnet, alles im Bund. Bild blende ich euch mal gerade ein. Und zwar waren das ursprünglich Wegkreuzungen. Der hier ist jetzt nur eine Nachbildung. Der echte steht jetzt aktuell in Speyer. Seit 2003 in Speyer. Der wurde über die Jahre in verschiedenen Museen oder Heimatmuseen auch ausgestellt. Und ja, leider nur die Nachbildung. Aber ist auch irgendwie zum Erhalt der Geschichte, sage ich mal. So, hier befinden wir uns gerade am Frankenbrunnen. Dieser wurde bereits im Jahre 1564, war es glaube ich, wenn es nicht stimmt, blende ich es jetzt gerade mal ein, das erste Mal namentlich erwähnt und seitdem auch immer wieder gewartet und erweitert. Der speist ursprünglich in Bexbach. Ne? Und mal gucken, wie es Bexbacher Wasser hier schmeckt. Ne? Also ich muss sagen, es ist ein bisschen schwerer, das Wasser hier, aber bis jetzt das Beste von den dreien. 4 haben wir noch zu gehen, mal schauen wie die sind. Und hier der Karlsbrunnen aus dem Jahre 1972. Mal gucken, wie das Wasser hier ist. Ist sehr rutschig, sehr algig. Ja. Das Wasser schmeckt nicht. Bisschen. Also, ich habe Wasser an der Nase hängen. Also, wie ich ja schon gesagt habe, ich bin ja ein bisschen ausgerutscht. Weil es so algig ist, so genauso schmeckt das Wasser auch. Also, das war bis jetzt der schlechteste. Ah ja, wir haben noch 3 Brunnen, ne? Noch 3 Brunnen haben wir jetzt noch. Also ich glaube, mit Trinken ist hier heute nicht viel. Was wirklich aus der Schwelle trinken ist hier nicht möglich. Und aus dem Flussbett mag ich es auch nicht wirklich. Naja, schade. Der nächste wieder. So, nachdem wir den letzten Brunnen hinter uns gelassen haben, geht es wieder steil berghoch. Zu einer mega tollen Aussicht, habe ich mir sagen lassen. Der Weg ist eigentlich ein relativ schöner Weg, muss ich sagen. Ich glaube sogar, dass er, wenn es blüht, noch um ein gutes Stück schöner ist, weil man geht wirklich an verschlungenen Pferdchen ein bisschen vorbei, an tiefen Schluchten und es sind eigentlich immer schmale Pfade. Selten wurde so eine breitere Straße hast. Oder Marco, wie findest du es? Ich finde es genauso super, ja. Siehst du? Kann ich nichts dazu sagen, alles top. Und Sarah, denke ich, stimmt auch dazu. Nickt, perfekt.
So, der Bruderbrunnen. Mal schauen, ob das Wasser hier auch brüderlich schmeckt. Ne? Boah. Ja, schmeckt wieder, schmeckt und riecht wieder sehr algig. Also auch nicht super lecker. Also die letzten waren wirklich, naja. Hinter mir seht ihr jetzt gerade den Zimmermannsfelsen. Und zwar ist der 305 Millionen Jahre alt und besteht aus Konglomerat, der quasi aus dem Boden getreten ist und sich dann so ein bisschen verbacken hat miteinander. Deswegen ist halt auch so Zusammenspiel von mehreren Felsen, sage ich jetzt mal. Ne? Man sieht es ganz schön. So, hinter uns jetzt gerade ein Fluss. Sarah, weißt du da, wie der heißt? Oster. Die Oster? Ja, die Oster. Ja, ist denn schon Ostern? Nee. Wir sind jetzt hier am Ende des Weges. Letzter Brunnen ist leider zu, wahrscheinlich wegen der Kälte. Konnten wir leider jetzt nicht probieren. Also jetzt haben wir 5 von 7 Brunnen draus getrunken. Ich glaube, die ersten 2 waren die besten. Also zum Weg. Der Weg hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Er hatte schöne, wie der Marco schon gesagt hat, zu Anfang schöne, viele schmale Pfade. Schön geschlängelt, auch viel durch den Wald. Jetzt die letzte Etappe, die war ungefähr, sage ich mal, rund 1 Kilometer durch die Ortschaft. Na, ihr wisst, die ist bei mir immer so ein bisschen kritisch durch die Ortschaft, aber zieht sich eigentlich im Rahmen. Ich würde dem Weg alles in allem so 7 von 10 Topperhüten geben. Und wenn es euch gefallen hat, sagt es euren Freunden. Und wenn es nicht gefallen hat, euren Feinden. Und schaut mir noch bei Marco und Sarah vorbei, beim Kanal Strauß Wanderlust. Verlinke ich euch unten in die Infobox. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.